Shalom und herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegloschen. Wir feiern Gottesdienst miteinander hier aus der Kapelle auf dem Höchsten oberhalb des Bodensees und mit wunderschönem Blick auf die Schweizer und österreichischen Alpen. Wir möchten heute einmal mehr eine Predigt aus Israel hören. Wir haben sie aufgezeichnet auf unserer SDH-Zuschauerreise. Einstimmen möchte ich sie mit folgender Geschichte. Rabbi Baruchs Enkel, der Knabe Jechiel, spielte einst mit einem anderen Knaben Verstecken. Er verbarg sich gut und wartete, dass ihn sein Gefährte suche. Als er lange gewartet hatte, kam er aus dem Versteck, aber der andere war nirgends zu sehen. Nun merkte Jechiel, dass jener ihn von Anfang an gar nicht gesucht hatte. Darüber musste er weinen. Er kam weinend in die Stube seines Großvaters gelaufen und beklagte sich über den bösen Spielgenossen. Da flossen auch dem Rabbi die Augen über und er sagte, so spricht Gott auch. Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen. Und ich möchte Sie einladen, fangen Sie heute an, Gott zu suchen. Und er hat es uns ja versprochen. Er lässt sich finden. Erleben Sie heute einen echten Rabbiner hier in der Stunde des Höchsten. Landesrabbiner Nathanael Wurmser. Er ist unser Gast. Er leitet die jüdische Religionsgemeinschaft in Württemberg. Freuen Sie sich auf ein anregendes, tiefgreifendes Gespräch. Und nun lassen Sie uns miteinander diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen. Lassen Sie uns zusammen beten mit Worten aus Psalm 31. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und deine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, zu dir rufe ich. Sammle meine Gedanken und hilf mir zu beten. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ich lese einen Text aus Jesaja 35, 4 bis 6 und Vers 10. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das ist eine große Ehre für uns. Für die Stunde des Höchsten zu Gast ist heute der Landesrabbiner Nethanael Wurmser. Er leitet die jüdische Religionsgemeinschaft in Württemberg. Er ist verheiratet, hat 8 Kinder, hat 10 Enkelkinder und er wird mir Rede und Antwort stehen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Landesrabbiner. Herzlich willkommen. Wie spricht man Sie korrekt an? Also normalerweise sagt man Herr Rabbiner. Oder eben Herr Rabbiner Wurmser, das ist das Übliche. Aber Sie sind ja Landesrabbiner. Wodurch unterscheidet sich ein Landesrabbiner von anderen normalen Rabbinern? Ja, in Baden-Württemberg gibt es, ähnlich wie bei den Kirchen, gibt es die Teilung zwischen Baden und Württemberg. Und die israelitische Religionsgemeinschaft von Württemberg ist unsere Gemeinde. Und ihr Territorium ist der ganze württembergische Teil. Kann man sagen, Sie sind sowas wie bei uns in der evangelischen Kirche der Landesbischof? Vielleicht kann man so einen Vergleich machen, ja. Wie oft treffen Sie sich mit dem Landesbischof? Besteht da ein gutes Miteinander? Ja, sowohl mit dem evangelischen wie auch mit dem katholischen Landesbischof haben wir im vergangenen Jahrzehnt sehr enge und sehr nette Beziehungen aufgebaut. Und wir treffen uns ab und zu. Jetzt haben Sie mindestens doppelt so viele Kinder wie der evangelische Landesbischof. 8 Kinder, 10 Enkel sind verheiratet. Das heißt, das Zölibat, sowas gibt es im Judentum gar nicht bei den Rabbinern. Ganz im Gegenteil, ein jüdischer Lehrer, sei es er unterrichtet kleine Kinder oder Erwachsene und auch ein jüdischer Geistlicher, ein Rabbiner, ist verheiratet zu sein. Weil die Familie spielt ein wichtiges Element im Leben unserer Gesellschaft. Und wie kann man jemandem Ratschläge erteilen, wenn man nicht selber diese Lebenserfahrungen selber auch gemacht hat? Das heißt, Sie haben Ihre Kinder auch streng religiös erzogen, orthodox erzogen? Oder wie muss man sich
die Erziehung vorstellen? Wir sind eine traditionell religiöse Familie und versuchen, sei es in Israel, sei es auch hier, nach den Geboten und nach den Vorschriften der Heiligen Schrift, der Tora und der jüdischen Gesetze zu leben. Jeder kennzeichnet Sie als orthodoxen Rabbiner. Gibt es auch liberale Rabbiner? Der Talmud sagt, dass so wie die Gesichtszüge der Menschen immer verschieden sind, sonst sind auch deren Meinungen verschieden. Und es gibt sehr viele Ansichten und sehr viele Ströme und Strömlein im jüdischen Leben. Und es ist natürlich gerade für Außenstehende immer sehr interessant, ja, zu gucken, wo jetzt die Differenzen sind. Mhm. Meine Aufgabe ist es, auf die Gemeinsamkeiten zu gucken und nicht so sehr, wo wir uns jetzt anderer Meinung sind. Sie haben eine bewegte Vergangenheit. Sie sind in der Schweiz geboren, Sie haben in Israel studiert und Sie leben und arbeiten heute in Deutschland. Wo hängt Ihr Herz als Weltenbummler? Naja, das Wort Weltenbummler stößt vielleicht etwas an, aber wie soll ich sagen, das Wort Heimat für jüdische Gemeinden oder jüdische Familien in der Diaspora ist ein delikates Thema. Und ich habe in Israel geheiratet, habe in Israel studiert. Und wenn ich mich irgendwo zu Hause fühle, dann ist das in Eretz Israel, in Eretz HaKodesh. Sonst wird es schwierig. Und haben Sie die Sehnsucht selber persönlich auch unbedingt wieder nach Israel zu kommen, vielleicht im Ruhestand? Naja, wir leben ja in einer modernen Welt. Und man steigt ins Flugzeug ein und in ein paar Stunden ist man in Tel Aviv heute. Da haben sich schon einige Dinge verändert im Laufe der Jahrzehnte. Und insofern sind auch die Distanzen in unseren Köpfen nicht mehr so groß. Mhm. Deshalb sehe ich mehr die Welt in Richtung kleines Dorf, wie jetzt da so große Kontinente gegeneinander ausdividieren zu wollen. Mhm. Sie haben gesagt, das ist eine delikate Sache, Diaspora, Judentum. Wie erleben Sie das heute in der Gemeinde und mit der Gemeinde hier in Stuttgart, in Württemberg, in Deutschland? Gibt es da immer noch Anfeindungen gegen Sie? Tun Sie sich immer noch schwer? Die deutsche Nachkriegsgeschichte, die deutsch-jüdische Nachkriegsgeschichte ist natürlich sehr belastet, vorbelastet. Und die Entwicklung unserer Gemeinde, die ja im letzten Jahrzehnt sehr angewachsen ist, die jüdischen Gemeinden haben sich sehr vergrößert durch die Zuwanderung aus den GUS-Staaten. Und so sehe ich die Entwicklung der Gemeinden eigentlich sehr positiv. Aber innerhalb der sozialen oder wirtschaftlichen Umstände oder der Entwicklungen sehe ich schon gewisse Schwierigkeiten, mit denen sich die jüdische Gemeinschaft abzugeben hat. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, jüdische Gemeinde in Deutschland zu stärken. Gemeinde, die mal sehr ausgeblutet ist durch das, was im Holocaust auch passiert ist. Wie stärkt man so eine Gemeinde? Was ist da Ihre Vision? Ja, als Rabbiner in der Gola ist es wichtig, das Thema Assimilation im Auge zu behalten. Viele gehen uns verloren durch Nichtzugehörigkeit zu einer Gemeinde, entfernen sich dem jüdischen Leben. Es gelingt ihnen nicht, eigene Familien zu gründen und dann eben auch Gemeindeleben zu stärken von innen heraus. Und das sind die größten Herausforderungen, die wir vor uns haben. Wie muss man sich jüdische Gemeinde hier vorstellen? Bei uns im evangelischen Gottesdienst, da kommen die Leute um Punkt 10 Uhr, verlassen die Kirche um 11 Uhr wieder und sind dann die ganze Woche nicht zu sehen. Wodurch kennzeichnet sich jüdische Gemeinde und Gemeinschaft? Ja, wir leben ja in einer sehr, sehr modernen Gesellschaft, die es etwelche Schwierigkeiten hat, sich mit dem Thema Religion oder einen Platz für die Religion in ihrem Tages- oder täglichen Leben zu finden. Wir bemühen uns, dem gerecht zu werden und bieten die entsprechenden Angebote an. Das heißt, es geht hier auch sehr familienfreundlich, sehr familiär zu? Ja, eine Gemeinde ist nicht eine Familie, aber vielleicht eine Großfamilie.
Eine Großfamilie. Nein, ich sage eine Großfamilie. In etwas größerem Rahmen. Ja. Mhm. Ja. Sie haben in der Zwischenzeit über 3000 Mitglieder hier in der Württembergischen Religionsgemeinschaft. Spielt da eine Art von Mission auch eine Rolle, dass Sie andere einladen, dazuzukommen? Oder wenn Sie gerade sagen, dass Sie auch andere verlieren, Juden, wollen Sie die wieder irgendwie zurückgewinnen mit sogenannten missionarischen Methoden? Also prinzipiell sind wir nicht Missionare in dieser Hinsicht, wie das bekannt ist allgemein. Aber wir möchten schon, dass die, sei es durch pädagogische und durch schulische Maßnahmen, sagen wir, wir haben einen jüdischen Kindergarten, wir haben eine jüdische Grundschule hier an der Gemeinde. Und für mich ist sehr wichtig, dass die Menschen, die in Europa wohnen, in Deutschland wohnen, einen Anschluss an ihre Gemeinde bekommen können und dann dort auch ein gewisses Gefühl in einer Mehrheitsgesellschaft zu leben, wenigstens für ein paar Stunden. Wenn man sich hier im Büro umguckt bei Ihnen, unwahrscheinlich viele Bücher, alle auf Hebräisch, fast alle. Wenn Sie predigen am Sonntag, gibt es sowas in der Synagoge, wo Sie selber die Tora auslegen? Ja, wir versuchen auch an den Gottesdiensten Traditionen, jüdische Gebräuche und Tora zu lehren, das heißt die Heilige Schrift zu lehren, auch während der Gottesdienste. Was ist für Sie das wichtigste Buch hier im Raum außer der Tora, wo Sie nachschlagen, um am Sonntag zu predigen? Das ist sehr unfair, so eine Frage zu stellen. Weil wir können ja auch nicht unterscheiden, wenn wir unseren Körper nehmen, was ist jetzt wichtiger, das Herz oder die Lunge oder die Zunge oder das Ohr. Mhm. Da würde ich nicht trennen wollen. Mhm. Also alles wird von Ihnen studiert. Die Tora ist ein vermittelt sehr große himmlische und göttliche Weisheit und prägt den Menschen und die Seele und den Glauben des Menschen. Und das Yam HaTalmud, das Meer der Weisheit oder das Meer der Lehre ist immens. Und jedes Buch, das Sie hier sehen, vermittelt einen kleinen Teil aus diesem Meer. Das Meer ist immens, das Wissen. Sagen Sie einmal, warum könnte man die Welt verändern, wenn sich jeder an die Tora halten würde oder an die jüdische Lehre? Also ich würde nicht den Ansatz sehen, dass man die Welt verändern soll, sondern jeder Mensch sollte sich bemühen, sich selber zu verändern oder an sich zu arbeiten, an seinen mit seinen Charaktereigenschaften, mit seinen Tugenden Fortschritte zu machen. Und ich glaube, so wird es besser werden und wird die Umwelt eine bessere Lebenserfahrung genießen und nicht einfach versuchen, Weltverbesserer zu spielen. Ich hätte noch 1000 Fragen. Wir müssen Sie unbedingt noch einmal einladen in unseren Fernsehgottesdienst. Ich sage für heute herzlichen Dank, Herr Landesrabbiner, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, Gott befohlen. Und wie sagt man in Israel? Shalom. Leitraot. Shalom. Wiederschaut. Endlose Wüste, brennend heiße Sonne, kein Wasser, kein Wind, meilenweit. Steine, die sich auftürmen, Felsen wie Wände, die man nicht überwinden kann. Wüste im heiligen Land, dort, wo das Leben auf dem Spiel steht. Dort, wo keine Milch und kein Honig fließt. Wo man keine Oase mit frischem Quellwasser hat. Die Wüste Negev nimmt mit etwa 12.000 Quadratkilometern rund 60% des Staates Israel ein. Dorthin führte der Geist Jesu. Dort wurde Jesus versucht. Hier prüfte ihn der Teufel auf seine tiefsten Überzeugungen, auf seinen tiefsten Halt. Was man oberflächlich in der Wüste nicht sieht, in der Tiefe hat es unendlich viele Bodenschätze. Wer dort bohrt, gräbt, sucht, der findet Wertvollstes. Am Ende seiner Versuchung lässt der Teufel ab von Jesus. Als ob er in ihm, in der Tiefe seines Herzens, auf unendliche Ressourcen gestoßen wäre, die den Teufel resignieren lassen. Tief in Jesus drin, unter der Oberfläche, sind Reichtümer, Schätze
in Hülle und Fülle. Für jeden, der ihm vertraut, verwandelt sich die Wüste in kostbarstes Land. Bis heute versuchen die Israeliten, die Wüste zum Leben zu bringen. Mit Erfolg. Innovativste landwirtschaftliche Projekte finden hier statt. Ein aufstrebender Wirtschaftsbereich ist die Fischzucht mitten in der Wüste. Über 600.000 Menschen sind hier in der Wüste sesshaft geworden. Es ist sehr still hier, sehr einsam und sehr warm. Es ist erstaunlich, wie viel Wüste es gibt in Israel. Schließlich sind wir in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Steine und Sand, viel mehr gibt es ja nicht. Das Volk Israel ist 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen. Jesus war 40 Tage hier. Mir reichen wahrscheinlich 4 Stunden und dann mache ich mich wieder aus dem Staub. Markus berichtet, was Jesus erlebt hat, als er in der Wüste war. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten und ihm sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Wüstenzeiten, Durststrecken, wer kennt die eigentlich nicht? Wir suchen uns unsere Durststrecken ja nicht selbst aus. In die Wüste wird man geschickt, heißt es doch. So wie auch Jesus vom Geist hierher geschickt wurde. Warum war das wohl nötig? Warum wurde Jesus in die Wüste geschickt? Es gibt ja wirklich angenehmere Orte. Ein Sprichwort sagt, der Weg zum Ruhm geht durch den Palast, der Weg zum Vermögen geht über den Markt und der Weg zur Weisheit führt durch die Wüste. Die Juden behaupten sogar, den wahren Geschmack des Wassers erkennt man erst in der Wüste. Heißt das vielleicht, dass es Erfahrungen gibt, die ich am besten in der Wüste oder vielleicht sogar nur hier machen kann? Jedenfalls berichten das viele Menschen, die längere Zeit in der Wüste waren, immer wieder, dass sie hier wichtige Erfahrungen gemacht haben. Die Wüste stellt den Menschen auf die Probe. Die Hitze und der Durst am Tag,
Die Kälte in der Nacht, die Einsamkeit, die Stille. Hier wird der Mensch mit sich selbst konfrontiert. Die Ablenkungen, Fluchtwege funktionieren hier nicht mehr. Dieser Reizentzug sorgt dafür, dass das Kopfkino in Gang kommt. Bilder, Gefühle, Gedanken, Fragen, die sonst vom normalen Alltag verschüttet werden, die kommen hier zum Vorschein. Und da kann die Stille plötzlich ziemlich laut werden. Und manchmal sieht man hier auch Dinge, die gar nicht real sind. Luftspiegelungen, Trugbilder. Das ist manchmal schwer zu unterscheiden. Was ist Fantasie, Einbildung, Hirngespinst, Fata Morgana? Und was ist Realität? Worauf kann ich mich verlassen? Was trägt mich und was ist Illusion? Vielleicht war das bei Jesus hier auch so, als er in Versuchung geführt wurde. Was hat Jesus hier wohl erlebt? War es eine Probezeit, um sich noch einmal darüber klar zu werden, wie sein Weg weitergehen sollte? Vielleicht hat er sich gefragt, will ich wirklich den Weg der Nachfolge gehen, wirklich Gottes Spuren folgen oder doch lieber eigene Wege suchen, mich selbst verwirklichen? Will ich wirklich vom Reich Gottes erzählen oder möchte ich mir lieber mein eigenes kleines Reich aufbauen, in dem ich dann das Sagen habe? Will ich mich wirklich abhängig machen vom Vater im Himmel, vom Brot des Lebens, oder ist es besser, mich selbst zu versorgen, mein Brot selber zu backen? Will ich wirklich von Gottes Liebe erzählen oder geht es dann mehr um Selbstliebe, um die eigene Karriere? Und wird mir nicht manches entgehen? Das waren wohl die Fragen, die ihm hier in der Wüste begegnet sind. Und vielleicht kennt der ein oder andere von uns diese Fragen ja auch. Ich frage mich, wie viele Menschen, wie viele Karawanen hier schon durchgezogen sind. Der Wüstenwind hat alle Spuren sehr schnell verwischt. Es ist schwierig, in der Wüste dauerhaft Spuren zu hinterlassen. Ich vermute, dass es in diesem Fall auch genau andersrum ist. Wahrscheinlich hinterlässt die Wüste Spuren in dem, der sich hier länger aufhält. Wer eine Durststrecke erlebt, der verändert sich, der macht vielleicht sehr schwierige, aber auch entscheidende und prägende Erfahrungen. Die Wüste ist ein gutes Bild, ein Gleichnis, das viel mit dem Leben zu tun hat. Wie oft erleben wir Einsamkeit, innere Leere, Durst nach Leben, suchen vielleicht nach einer Quelle, aus der wir Kraft schöpfen, nach einer Oase, um aufzutanken. Und das Leben hinterlässt in jedem von uns seine Spuren. Und da ist es gut zu wissen, dass ich die Wüstenzeiten, die Durststrecken im Leben nicht alleine bewältigen muss. Es gibt Menschen, die mit mir unterwegs sind und die mich begleiten, die mir helfen, wenn ich im Sand stecken geblieben bin. Mir ist das mal passiert mit meinem Auto. Bin stecken geblieben und kam nicht mehr raus. Da ging nichts mehr vor und zurück. Wie froh war ich da, als Menschen aufgetaucht sind, die mir geholfen haben, die Karre wieder aus dem Sand zu ziehen. Manchmal frage ich mich allerdings auch, Gott, wo bist du eigentlich gewesen in meinen Wüstenzeiten? Auf meinen Durststrecken, als ich in Wüstennot war. Manchmal kann ich diese Spuren gar nicht so richtig sehen. Mir hilft da immer diese bekannte Geschichte. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten
Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. In Israel haben wir auch an vielen Stellen gesehen, wie man beten kann. Orthodoxe Juden an der Klagemauer, wie sie inniglich beten, ihr Herz vor Gott ausschütten. Genau zu dem möchte ich Sie auch einladen und wir helfen Ihnen gerne beim Beten. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, mailen Sie, schreiben Sie uns Ihre Gebetsanliegen und wir beten für Sie. Und ich lade Sie jetzt ein zum gemeinsamen Fürbittengebet. Herr, ich weiß nicht, worum ich dich bitten soll. Du allein weißt, was ich benötige. Du liebst mich besser, als ich selbst mich zu lieben verstehe. O Vater, schenk deinem Kind, wovon es selbst nicht weiß, wie es von dir zu erbitten ist. Dich zu bitten wage ich nicht, weder um Kreuz noch um Trost. Ich schenke dir einfach mein Herz und öffne es für dich. Schau auf meine Nöte, die mir selbst unbekannt sind. Schau her und handle an mir nach deiner Fürsorge und nach deinem Wohlwollen. Verletze oder heile mich. Drück mich zu Boden oder hebe mich auf. Deine Entschlüsse bete ich an, ohne sie zu kennen. Ich verstumme. Reiche mich ganz dir. Gebe mich dir hin. Kein anderes Begehren habe ich, als deinen Willen zu tun. Lehre mich beten. Bete du aus mir. Und gemeinsam wollen wir so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende des Gottesdienstes möchte ich Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Gehen Sie in dieser Kraft, gehen Sie unter der Aufmerksamkeit und im Interesse von Gott Ihren Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Erst in der Nacht kann ich die Sterne sehen, entdecke jedes noch so ferne Licht. Manchmal muss ich durch Dunkelheiten gehen, erkenne sonst den Hoffnungsschimmer nicht. Manchmal muss ich durch Dunkelheiten gehen,
Zimmer nicht. Erst in der Wüste suche ich die Quelle, den Weg, der mich bis zur Oase führt. Wer satt ist, tritt nur immer auf der Stelle, weil er den Durst nach Leben nicht mehr spürt. Wer satt ist, tritt nur immer auf der Stelle, weil er den Durst nach Leben nicht mehr spürt. Erst in der Stille kann ich wirklich hören, und wenn ich schweige, lerne ich verstehen. Wenn viele laute Worte mich betören, wird jede leise Stimme untergehen. Wenn viele laute Worte mich betören, wird jede leise Stimme untergehen. In Verzweiflung lerne ich Vertrauen und greife nach der Hand, die helfen kann. Will wieder fest auf Gottes Worte bauen. Wie oft hat er schon Türen aufgetan? Will wieder fest auf Gottes Worte bauen. Wie oft hat er schon Türen aufgetan? Für heute habe ich für Sie noch folgende Informationen. Zu dieser Gottesdienstreihe mit Predigten aus Israel ist ein nagelneues Buch erschienen, Shalom über Israel. Darin finden Sie alle Predigten, die Sie in diesen Wochen gehört haben. Sie können sie nachlesen. Sie finden dort drin aber auch Fragen, die Sie anregen sollen zum Studium, oder aber, dass Sie die Predigt noch einmal im Hauskreis oder in sonstigen Kreisen der Gemeinde einsetzen oder nachlesen und bearbeiten. Übrigens gibt es zu diesem Buch auch eine DVD dazu mit wunderbaren Kurzfilmen über die biblischen Städte, die wir besucht haben. Dieses Buch können Sie erwerben auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de oder erhalten Sie auch im Handel. Wir können diese Fernsehgottesdienste Stunde des Höchsten nur produzieren, wenn Sie uns dabei helfen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Spenden, für Ihre Unterstützung. Es gibt seit kurzem auch einen neuen Spendenservice bei Stunde des Höchsten. Spenden Sie per Telefon. Rufen Sie die Rufnummer an 07503 939, dreimal die 9 und die 7. Da können Sie auswählen, ob Sie uns 5 oder 10 Euro einmalig spenden möchten oder 5 oder 10 Euro als Dauerspende. Wir schaffen diesen Fernsehgottesdienst nur, wenn Sie uns dabei helfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Alle Informationen erhalten Sie nochmal auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Kürze wiedersehen, zusammen Gottesdienst feiern, Stunde des Höchsten. Bis dahin machen Sie's gut. Auf Wiederfernsehen.